Wieso ist die Situation um Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain jetzt völlig eskaliert? Und welche verrückten Transfergerüchte zu Manuel Neuer machen jetzt die Runde? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Dass Paris Saint-Germain den Kader umkrempeln möchte, ist hinlänglich bekannt. Lionel Messi und Sergio Ramos sind schon weg, weitere Stars werden folgen. Nun hatten die Pariser eine verrückte Idee, um einen Wunschspieler zu bekommen. Wie Foot Mercato berichtet, haben die Clubbosse um Luis Campos Manchester City ein heftiges Angebot unterbreitet. PSG wollte Gianluigi Donnarumma und Marco Verratti in ein mögliches Tauschgeschäft für Bernardo Silva einbinden. Ein krasses Angebot. Bedenkt man, dass sowohl Verratti als auch Donnarumma in den letzten Jahren absolute Stammkräfte waren in Paris. In Manchester ist man mit dieser Offerte aber nicht auf Gegenliebe gestoßen. An keinem der beiden Spieler zeigt City ernsthaftes Interesse. Zwar ist man durchaus auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler. Mit Mateo Kovacic hat man aber schon einen möglichen Nachfolger für Ilkay Gündoğan an der Angel. Gündoğans Zukunft ist nach wie vor ungeklärt. Donnarumma wiederum hätte in Konkurrenz zu Ederson treten können. Pep Guardiola hält aber bekanntlich große Stücke auf den Brasilianer. Der agiert zwar nicht immer fehlerfrei, passt dafür aber aufgrund seines hervorragenden Spielaufbaus sehr gut zu Peps Spielidee. Ein Silva-Transfer ist mit Citys Absage aber noch lange nicht vom Tisch. PSG arbeitet weiter daran, die Sky Blues zu überzeugen. Und auch Silva strebt seit einiger Zeit einen Tapetenwechsel an. Wenn Scheich Nasser Al-Khelaifi also die Brieftasche zückt und ordentlich Kohle raushaut, könnte der Deal zeitnah über die Bühne gehen. Ebenfalls um Silva buhlt mittlerweile wieder der FC Barcelona. Nach der Absage von Lionel Messi ist das Interesse am Portugiesen wieder aufgeflammt. Es entwickelt sich also ein echtes Transferduell zwischen den beiden ohnehin schon verfeindeten Topclubs. Bei den Bayern ist aktuell ein echter Umbruch im Gange. Der ist zwar teilweise gewollt, teilweise aber auch nicht ganz. Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano würde man eigentlich gerne behalten. Sie alle liebäugeln aber mit einem Abschied vom Meister. Deshalb müssen sich die Münchner jetzt vorsorglich nach Alternativen für die Abwehrzentrale umsehen. Denn aktuell ist nur der Verbleib von Matthijs de Ligt sicher. Deshalb schweift der Blick der Münchner nach England. Dort haben die Bayern mal wieder einen Franzosen für die Defensivzentrale in den Blick genommen. Wie RMC berichtet, zeigen die Bayern Interesse an William Saliba vom FC Arsenal. Der hat bis zu seiner im März erlittenen Rückenverletzung eine hervorragende Saison gespielt. Er war einer der Gründe, warum Arsenal ganz lange so weit vorne lag im Titelrennen. Sein Ausfall war auch einer der Gründe, warum es am Ende nur für Platz 2 gereicht hat. Die Münchner haben aber keine Chancen auf den Zuschlag, denn Saliba hat sich längst mit Arsenal auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 plus Option auf eine weitere Saison geeinigt. Offiziell ist der Deal zwar noch nicht und dennoch dürfen sich die Bayern genauso wie das ebenfalls interessierte Manchester United nun als chancenlos betrachten. Aber nicht nur bei Saliba, auch bei einem anderen Premier League Star gehen die Bayern jetzt leer aus. Und zwar bei Declan Rice. Wie der für gewöhnlich sehr gut informierte Guardian berichtet, steht der FC Arsenal unmittelbar vor der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. Die Gunners haben sich mit West Ham auf eine Ablöse geeinigt, die inklusive Boni auf bis zu 117 Millionen Euro anwachsen kann. Ein offizielles Angebot hat Arsenal zwar noch nicht hinterlegt, die Verantwortlichen beider Clubs sind sich aber schon mündlich weitestgehend einig geworden. Alle Beteiligten sind sehr zuversichtlich, den Mega-Deal in Kürze einzutüten. Bayern geht somit leer aus. Wochenlang war Rice eine heiße Aktie an der Säbener Straße. Thomas Tuchel ist ein großer Fan des Engländers. Eine Entscheidung, ob man wirklich für Rice in die Vollen gehen will, ließ aber bis zuletzt auf sich warten. Nun hat Arsenal die Gunst der Stunde genutzt und die Bayern blicken in die Röhre. Die Chancen hatten sie definitiv. Doch ein Tor wollte Inter Mailand im wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte einfach nicht gelingen. Eine eindeutige Angelegenheit für Man City war das Champions-League-Finale aber definitiv nicht. Nach dem bitteren 0:1 in Istanbul herrscht im Lager der Nerazzurri wenig überraschend große Trauer, aber auch großer Stolz und ganz sicher keine Katerstimmung. Sie haben Blut geleckt, die Mailänder. Inter will Revanche und in der nächsten Saison einen neuen Anlauf auf den Titel nehmen. Dem Kader sollen dafür frische Kräfte zugeführt werden. Zum Beispiel Torjäger Gianluca Scamacca von West Ham United. Der ist zuletzt viele Monate aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen. Davor hatte er sich eigentlich gut in London eingefunden. Aufgrund des bis 2027 gültigen Vertrags wäre aber eine satte Ablöse fällig.
Ein weiterer Kandidat in Mailand ist der noch Herthaner Dodi-Lüke Bakio. Der wird die Berliner aber ganz sicher verlassen und nicht mit in Liga 2 gehen. Und womöglich bleibt nun sogar der im Finale so glücklose Romelu Lukaku. Im Frühjahr noch schien es ausgeschlossen, dass der ausgeliehene Belgier fest verpflichtet wird. Sollte der FC Chelsea aber einen moderaten Preis aufrufen, ist nichts mehr unmöglich. Der FC Barcelona macht auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen und sticht dabei unter anderem die internationale Konkurrenz aus. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt Mikael Faye von Custodia Zagreb zu den Katalanen. Für Faye fließen 5 Millionen Euro Ablöse. Eine stolze Summe für ein unbekanntes Juwel aus Kroatiens zweiter Liga. Allerdings setzen sich die Blaugrana gegen starke internationale Konkurrenz durch. Denn auch Borussia Dortmund und der FC Chelsea haben sich intensiv mit dem 18-Jährigen beschäftigt. In diesem Video hatten wir euch davon berichtet. Klickt auf die Infobox, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Jedenfalls hat sich der physisch unheimlich starke Abwehrspieler in seiner Mannschaft einen absurden Spitznamen erarbeitet. Angesichts seiner resoluten Zweikampfführung wird Faye auch The Monster genannt. In Barcelona soll Faye nun mittelfristig an die erste Mannschaft herangeführt werden. Von einer anderen Zweikampfmaschine wie Ronald Araujo kann der Youngster sicherlich noch viel lernen. Manchmal bringt die Fußballwelt seltsame Dinge hervor. Das ein oder andere Mal habt ihr euch bestimmt schon gedacht, dieses Gerücht kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Nehmen wir doch das Beispiel Naby Keita. Als erste Spekulationen zu einem Wechsel zu Werder Bremen aufgekommen sind, haben das viele als Hirngespinst abgetan. Letztlich ist der Wechsel des ablösefreien Achters aber tatsächlich über die Bühne gegangen. Und viele haben nicht schlecht gestaunt. Schließlich hätte der Mittelfeldspieler ganz locker zu einem Club mit Champions-League-Ambitionen wechseln und darüber hinaus ein saftiges Handgeld einstreichen können. Nun gibt es mal wieder ein völlig verrücktes Gerücht aus Kroatien, das die Keita-Nummer nochmal deutlich toppt. Denn Manuel Neuer wird mit einem Wechsel zu Hajduk Split in Verbindung gebracht. Ja, ihr habt richtig gehört. Laut kroatischen Medien arrangiert der Club aktuell den Transfer der Torwartlegende. Zur nächsten Saison soll der 37-Jährige zwar noch kein Thema sein, ab 2024 rechnet man sich bei Hajduk aber ernsthafte Chancen aus. Ein Grund dafür ist Neuers Liebe für das Land. Tatsächlich macht der Nationalspieler regelmäßig Urlaub in Dalmatien. Die Hauptstadt der Region ist Split. Bei einer seiner vielen Urlaubsreisen wurde Neuer sogar schon im Hajduk-Trikot abgelichtet. Der Verein hat dem Ehrengast ein Trikot geschenkt. Und das alles offenbar mit einem Hintergedanken. Denn Neuer ist bei seinem jetzigen Arbeitgeber nicht ganz glücklich. Das ist ein offenes Geheimnis. Seit der Entlassung seines engsten Vertrauten im Verein, Toni Tapalovic, ist Neuers Unzufriedenheit beim FC Bayern gewachsen. Das aufsehenerregende Interview im Februar hat viele verblüfft. Dort hatte Neuer unverblümt sein Unverständnis über die Entscheidung, Tapalovic zu entlassen, geäußert. Er hat den Verein dazu deutlich kritisiert und seine eigene Zukunft offen gelassen. Dass Neuer seit vielen Monaten aufgrund eines Schienbeinbruchs ausfällt, hat die ganze Angelegenheit natürlich noch zusätzlich verkompliziert. Dass Ex-Torwarttrainer Tapalovic kroatische Wurzeln hat und Neuer die Kultur und Sprache näher gebracht hat, ist laut der kroatischen Presse ein weiteres Argument für einen potenziellen Wechsel. Genauso wie die Tatsache, dass sich der Blondschopf ein Haus in Kroatien gekauft hat. Allerdings ist dieses Gerücht natürlich mit äußerster Vorsicht zu genießen. Neuer ist die nächste Saison in München ohnehin fest eingeplant und wenn der Keeper dann wieder Leistung zeigt und etwas Ruhe bei den Bayern einkehrt, ist ein längerfristiger Verbleib nicht ausgeschlossen. Sogar eine Rückholaktion von Tapalovic steht aktuell im Raum. Das würde Neuer natürlich sehr gefallen. Und selbst wenn sich der Torwart 2024 für einen Abschied entscheiden sollte, gibt es finanziell natürlich deutlich lukrativere Optionen als die kroatische Liga. Stand jetzt sind die Kroatien-Gerüchte also nicht viel mehr als eine Wunschvorstellung von Hajduk. Aber wer weiß, manchmal werden ja auch die kühnsten Träume noch wahr. Kylian Mbappé ist das Gesicht von Paris Saint-Germain. Seit 2018 läuft der pfeilschnelle Angreifer schon für den Club auf. Doch jetzt stehen die Zeichen so deutlich wie noch nie auf Abschied. Nach 5 Jahren will Mbappé den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Das hat der PSG am gestrigen Montagabend in einem Brief mitgeteilt. Der Franzose wird die Option zur Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags um ein weiteres Jahr nicht ziehen. Das kommt überraschend. Denn erst vor rund 2 Wochen hat Mbappé sich eigentlich klar zu Paris bekannt. Als der 24-Jährige zum Spieler der Ligue 1-Saison ausgezeichnet wurde, hat er über seine Situation gesagt: Ich bin glücklich, ich habe einen Vertrag, nächstes Jahr werde ich hier sein und ich werde sehr glücklich sein.
Mittlerweile ist klar, mehr als leere Worte und hohle Phrasen war das Bekenntnis nicht. Denn der Superstar hat jetzt früh klargemacht, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Eigentlich hätte sich Mbappé bis zum 31. Juli Zeit lassen können mit der Entscheidung. Der Angreifer ist sich jetzt aber schon ganz sicher. Für PSG ein echter Schock. Mbappé hat die PSG-Bosse und Präsident Nasser El-Khelaifi und Kaderplaner Luis Campos mächtig verärgert. Sowohl in Paris als auch in Katar ist man völlig entsetzt über Mbappés Verhalten. Schließlich hatte man dem Superstar im Zuge der Verlängerung im letzten Jahr noch ein Handgeld von sage und schreibe 300 Millionen Euro gezahlt. Ein ablösefreier Abgang kommt auch deshalb nicht in Frage. Das heißt ganz konkret, PSG muss Mbappé in diesem Sommer verkaufen. Die mögliche Ablöse liegt zwischen 160 und 180 Millionen Euro. Nach dem Abschied von Lionel Messi würde man mit Mbappé also den nächsten Superstar verlieren. Dazu soll ja auch noch Neymar abgegeben werden. Die nächste Eskalationsstufe im Paradies. Freuen tut das Ganze Real Madrid. Die Königlichen müssen nach dem überraschenden Abschied von Karim Benzema zu Al-Ittihad schon diesen Sommer handeln. Da kommt die vorgezogene Gelegenheit auf Mbappé wie gerufen. Nach Informationen von Foot Mercato wollen die Königlichen jetzt entsprechend handeln. Denn so groß wie in diesem Sommer war die Lücke im Realangriff noch nie. Das weiß natürlich auch Mbappé. Gut möglich, dass Mbappé von Benzemas Entscheidung beeinflusst wurde. Denn jetzt ist der Weg nach Madrid freier als je zuvor. Kylian Mbappé und Real Madrid. Eine Never-Ending-Story. Glaubt ihr, dass der Stürmer jetzt endgültig zu den Königlichen geht? Oder erhält eher ein reicher Verein aus der Premier League den Zuschlag? Schreibt uns eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Wenn ihr unsere Videos regelmäßig schaut und unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es aber langsam mal höchste Zeit. Ihr wisst ja, wo der Abo-Button sich befindet. Wir hören uns morgen wieder.